Der Herbst. Es ist die Zeit, wo es den Lois in die Nockbergen zieht, um dem gestressten Alltag zu entfliehen, um neue Kraft und Energie zu tanken. Hier von der Heiligen Bachhütte in 1850 Meter Seehöhe haben sich Lois Wegscheider aus Töplitsch, Gemeinde Weißenstein, mit dem Almbauer Walter Dulnig und einigen Freunden auf den Weg gemacht, um eine Blitzzirbe zu fällen. Lois und sein Gefolge haben nach einer Stunde Fußmarsch diese Zirbe bereits im Visier. Oben angekommen geht es gleich ans Werk. Vorher noch eine kurze Kostprobe in Form vom Riechen am Zirbenast und die Arbeit kann beginnen. Wie in alten Zeiten mit einer Zugsäge, Hacke und Holzkeilen wird in schweißtreibender Arbeit von den beiden Lois und Walter unter Beifall der mitgekommenen Freunde die Zirbe zu Fall gebracht. Auch ein musikalisches Ständchen der jung gebliebenen Damen durfte nicht fehlen, natürlich mit männlicher Unterstützung. Zum Abschluss der anstrengenden Arbeit schmeckt ein eigener Zirbenschnaps aus dieser Almregion wohltuend und belebend. Prost! Weiter, Prost. Gut haben wir es gemacht. Danke für den guten Schnitt. Prost, Gesundheit. Und die Zirben riechen gut. 500 Jahre alt, sagst du diese? Ja, ja. Oh Maria, die wird lang halten. Wir haben da eine Stunde gebraucht zum Umschneiden. Ja. Simon Meyer, der 15-jährige Enkel von Walter Dulnig, ist in seiner Freizeit gerne auf der Almhütte und spielt, wenn er gerade nicht gebraucht wird, oft auf seiner steirischen. Das Anwesen hat schon seine 2 Jahrhunderte auf dem Buckel und ist immer noch in der ursprünglichen Art erhalten geblieben. Auch die Einrichtungen stammen teilweise noch aus dem Ende 18. bis Anfang 19. Jahrhundert. Sie wird über den Sommermonaten von Juni bis Anfang Oktober von der Seniorenfamilie Adelheid und Walter Dulnig bewirtschaftet. Die von ihnen hergestellten Produkte werden den Gästen mit köstlichen Zirbenschnaps serviert. Hier kann sich jeder von den ausgezeichneten Naturprodukten überzeugen. Bei meinen Wanderungen in den Nockbergen bin ich immer wieder auf die Zirben gestoßen, weil sie so einen angenehmen Duft verbreitet. Und spontan stellte sich die Frage, wie kann man diesen Duft mit heimnehmen? Und bei der Einkehr in der Heiligen Bachhütte hat mir der Hüttenwirt erzählt, dass er sogar Blitzzirben in seiner Alm stehen hat. Und das war der Gedanke für das Zirbenblitzscheid. Mittlerweile wurde die Zirbe nach Töplitsch transportiert, um das Produkt Zirbenblitzscheid seiner Endfertigung näher zu bringen. Das Spalten der Zirbenkeile in entsprechender Stärke ist eine langwierige und mühselige Arbeit. Die Zirbe hat eine nachweislich positive Eigenschaft auf den Menschen. Aufgrund des hohen Gehaltes an Holzinhaltsstoffen weist das Zirbenholz einen angenehmen Geruch auf. In den Schlaflabors der Krankenhäuser werden oft Zirbenholzbetten verwendet. Diese bewirken einen ruhigeren Schlaf und die Senkung der Herzfrequenz. Die Zirbe enthält bis zu 0,5% Pinosylvin. Für diese Substanz ist eine toxische Wirkung gegenüber Schadorganismen wie Schimmel, Pilze oder Bakterien nachgewiesen. Sie behindert auch die Entwicklung der Kleidermotte. Nachweislich hat das Zirbenholz die stärkste biozide Wirkung aller Holzarten. Eine kurze Schnaufpause mit einem Rückblick vom Baumschnitt in den Nockbergen beendet Lois diese Arbeit.
Endlich, nach einem Jahr Vorbereitungszeit, am 27. August 2016, hat Louis Wegscheider bei der Heiligenbachhütte in den Nockbergen seinen Freunden und Gästen sein Naturprodukt, das Zirbenblitzscheid und eine naturbelassene Kartonverpackung mit der Aufschrift »Aus der Natur für die Seele« präsentiert. Eine Vision wurde Wirklichkeit. Ich habe mir dabei geholfen und aus diesem Grund sage ich heute ganz offiziell Dankeschön und überreiche euch diese Urkunde. Danke, Kalli. Danke, Luis. Danke weiter. Danke. Gleichzeitig natürlich auch ein Zirbenblitzscheid-Kapperl für euren Alltag. Bitte sehr. Dankeschön. Dankeschön. Luis, danke. Ja, geschehen. Du hast mir Freude gemacht, mit dem du schön warst. Danke. Luis, danke dir sehr. Walter, ich danke dir. Ich hoffe, das wirkt da. Freilich. Aufs Nachkast leuchtet. Ja, ja, ja. Die positiven Eigenschaften des Zirbenblitzscheiters sollen symbolisch auf den Menschen übertragen werden, wie gesundheitsfördernd, langlebig und kraftvoll.